So, herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. Wir sind hier im neuen Projekt. Ja, neues, altes Projekt, sage ich mal. Ja, wir sind wieder im Twitch unterwegs, Montagabend. Es ist Ostermontag. Und wir machen drei Folgen heute im Livestream nicht. Auf der Angeleserland. Nein, wir sind auf einer anderen Map. Vielleicht hat schon ein oder andere erkannt. Wenn man richtig guckt, sieht man es auch schon den Nachrichten, wie ihr es da reingeschaut habt. Ja, die Gräbach. Wir sind auf der Gräbach unterwegs. Wir starten hier auf der Gräbach. Und ich hatte schon erzählt, wir spielen heute ohne und allgemein hier auf der Gräbach ohne Helfer. Ohne Curseplay, ohne Autodrive. Wir machen alles selber. Und Old Meets Young, sage ich nur. Staffel 2 sozusagen kann man. Mal gucken, wie es drauf wird. Die erste Staffel war ja im 19er noch auf der Hof Bergmann. Die gibt es leider noch nicht. Mal gucken, wann die rauskommt. Vielleicht wechseln wir dann rüber. Schauen wir mal. Könnte aber noch ein bisschen dauern. Jetzt gucken wir uns einfach mal hier diese Map an. Und was habe ich gemacht? Bis jetzt eigentlich nicht allzu viel. Wir gehen einfach mal ganz kurz rein. Gucken uns an, was für Felder wir haben. Beziehungsweise die Umstände. Was haben wir hier? Wir spielen nicht mit Season. Ich habe das mal ausgelassen. Die Uhrzeit stellen wir jetzt mal auf Echtzeit. Ich habe den Wirtschaftsgrad mal auf einfach gestellt, damit wir einfach schneller vorankommen. Ich möchte euch hier ein bisschen was zeigen von der Map. Wir möchten gern vorankommen und deswegen habe ich es auf ausgestellt. Wir haben Fruchtzerstörung und Pflügen haben wir an. Wir haben die Steine mal ausgelassen, weil es doch immer ein bisschen aufwendig ist, das Ganze. Das lassen wir mal weg. Kalk und Unkraut haben wir drin. Ja, ansonsten können wir das alles gucken, wie wir es eingestellt haben. Ja, nichts halt bewegendes, einfach Standard. Fahrzeugtechnisch haben wir nicht wirklich viel. Wir haben die Stadtgeräte zum Teil übernommen, die wir da bekommen haben. Gucken wir uns nachher mal kurz an. Aber unsere Map, was gehört uns nicht? Wir schauen hier rein. Yeah, ab geht die Party, so sieht's aus. Ja, was gehört uns? Uns gehört momentan die 4 und die 5 und die 3 Grasfelder, 2, 3 und 24 und natürlich unser Hof. That's it, mehr ist es nicht. Das ist es schon alles, was wir haben. Und schauen wir uns nochmal hier rein. Gefährte, ja, was haben wir denn? Gebrauchtmaschinenkauf, hier tendiere ich schon, der sieht schon mal ganz gut aus, so die Spritzelmaschine. Können wir uns überlegen, was haben wir gekauft? Ja, eigentlich nicht allzu viel. Wenn ihr mal kurz drüber schaut, fliegt einmal kurz drüber, haben wir ein bisschen Traktoren, Mähdrescher haben wir schon, ein Frontlader, ein Hänger, ein Anhänger, Ladewagen, Tierhaltung und so. Also nichts Weltbewegendes. Allerdings ein wunderschönes Stück haben wir. Wir switchen mal durch. Ja, wir haben hier diesen kleinen da, den Schäfer 2630. Wir haben einen Mähdrescher, den können wir auch schon bald einsetzen, weil es ist ja schon was reif. Das haben wir euch noch gar nicht gezeigt, hier auf der 4. Das ist noch nicht reifer, da sind Kartoffeln drauf, da freue ich mich riesig drauf, juhu. Und auf der 5, da haben wir Hafer und der ist schon reif. Das heißt, da können wir dann eigentlich schon loslegen und dann machen wir hier die Wiese. Wir wollen ein bisschen auch Silage hier machen. Hier haben wir die Fahrsilos. Ich habe keinen Fermenter am Start. Ich glaube, hier auf der Map gibt es auch keinen, meine ich. Ich hätte noch keinen entdeckt. Das heißt, wir müssen unsere Silage hier selber machen. Auf gute alte Art. Ja, so sieht's aus. Wir machen auf die gute alte Art. Das Einzige, was ich mir überlegt habe, ja, das handmechanische Drankuppeln, das habe ich jetzt mal weggelassen. Wir wollen es ja mit der Real Life nicht ganz so übertreiben. Ja, aber ein wunderschönes Stück habe ich mir doch geleistet. Schaut mal her. Ein Porsche Diesel. Natürlich BK, ne? Für Backnang. Also hier, wo ich herkomme aus meiner Ecke. S für Schwabeplayer und die 050. Ja, genau. 050 heißt, so viel PS hat das Ding. Lieben Gruß an Skiffy von dieser Stelle, ne? Dein Tipp. Ja, das ist doch mal so ein Old Meets Young Teil, ne? Da habe ich natürlich ein Gewicht dazu. Und dann gab es hier so ein kleines Teil da noch dazu, zum bisschen, ja, fragt mich nicht, was das alles ist, aber ja, genau, diverse Dinge einfach. Genau, mein Alter, so ist es. Hier haben wir so ein kleines Fessle. Ja, denk mal auch, das kann man gut nehmen fürs Alter. Mal gucken, ob der alles so lädt, was er soll. Und hier sind Favorit 515C, den haben wir ja bekommen, das war, ja, den habe ich jetzt einfach mal behalten. Das sieht ja auch nicht so wahnsinnig modern aus, denke ich mal, den können wir ruhig mal nehmen. Hab hier ein kleines Mähwerk vorne dran gebappt und da würde ich dann einfach mal lostigern nachher und den Rasen mähen. Geldtechnisch haben wir 153.000, Schulden haben wir Coini, das ist schon mal
eine praktische Geschichte, ne? Sage ich jetzt mal so. Aber diesen hier überlege ich mir jetzt dann doch, ob wir denn nicht vielleicht gleich schon so ein Schneidelwerk brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Das ist ein Gülleverteiler. Na, momentan haben wir keine Gülle, weil wir keine Tiere haben. Dann scheidet das schon mal aus. Ja, was meint ihr? Sollen wir uns denn unter den Nagel reißen oder sollen wir mal abwarten, was noch so kommt? Ja, dürft ihr mal entscheiden. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit, um das zu entscheiden. Ja, hier ist Porsche Diesel, da sieht man mal, was da alles so mit drin ist. Ja, ein Mähwerk, das habe ich jetzt allerdings nicht genommen, ist dann doch mit 2,3 Metern ein bisschen arg klein. Also, ja, wir wollen zwar langsam und Pflug so mit 1 Meter. Ja, nee. Okay, nee. Muss jetzt doch nicht wirklich sein, weil. Ja. Was haben wir hier? So ein Düngestreuer gibt es hier, so ein Ballenspieß und eine Sämaschine, die natürlich auch mit 2 Metern einen riesen Umfang hat. Ein Kultivator, das sind ein bisschen größere Geschichten hier dann, so ein Grasroller. Naja, gut, so ein kleines Hängerle. Ist da dran, Miststreuer ist das. So Windrow, den haben wir uns ja geleistet, ein Schwader. Genau. Ja, den hätten wir uns theoretisch auch leisten können. Ja, passt sogar richtig was rein. Könnten wir uns noch überlegen. Wir brauchen mit Sicherheit noch irgendwann noch einen weiteren Tank. Dann können wir uns den hierher tun. Ja, dann haben wir dieses Ding nicht, ein Striegel. Können wir uns irgendwann auch nochmal anschaffen. Der ist wie viel? 2,5 Meter. Und der mit 4 Meter, ich denke ich mal, das ist ganz groß, der Wender hier. Ja, einen Schalzstreuer haben wir für den Winter. Obwohl wir ohne Season spielen, gibt es hier trotz allem Winter, ne? Und so eine Feldrolle, so eine Walze ist das hier und Ertragssteigerung, eine Düngerspritze. Für 8 Meter ist die eigentlich richtig groß, finde ich. Macht Herbizide und macht auch dieses hier. Deswegen überlege ich, ob wir uns nicht diesen hier nehmen, anstatt den im Angebot. Ne? Würde sich ja vielleicht fast anbieten, dass wir hier den nehmen. Da können wir auch düngen und alles. Und ist auch vom Preis her jetzt nicht mehr ganz so heftig. Lasst uns mal reingucken, wie sieht der denn aus? Ich glaube, der ist ja ganz hübsch, ne? Ja. Ich glaube, da machen wir jetzt keinen Fehler, wenn wir uns den noch anlachen, oder? Was meint ihr? Diesen hier, oder? Ja, oder? Ja, ich kaufe den jetzt mal. So. Dann haben wir das auch erledigt. Na, haben wir das mit den, dann brauchen wir den hier nicht. Ja gut, jetzt 27 bis 33 Meter gemacht, aber gut. Ja, was soll's? Ja, Autolader haben wir hier auch keine. Nee, tatsächlich, wir haben keine Autolader am Start. Ich will es mal ohne probieren, mal gucken, wie weit ich komme. Es ist ja komplett gegen meine Regel. Also ich spiele ja sonst eigentlich immer mit Autolader. Hier habe ich keinen an Bord. Nein. Schauen wir mal. Okay. Nichtsdestotrotz, lasst uns mal lostigern. Und zwar mit unserem Alten. Mal gucken, wie es der sich anhört. Ja, der braucht ja ein bisschen, bis er auf Touren kommt, oder? Hey. Okay. Ja, ist sehr super, oder? Ah, ich muss hier wieder umstellen, sehe ich gerade. Neues Game. Da ist mein Lenkrad noch nicht richtig eingestellt. Da muss ich mal gucken. Tap, 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 tap. Mal ganz kurz in den Einstellungen schauen. Wo hat man's, wo hat man's, wo hat man's? Und zwar. Fahrtrichtung wechseln. Das hätte ich gern damit gemacht. Gibt es da noch eins? Das habe ich im anderen auch schon immer gesucht. Ein Kollege hat mir damals gut geholfen in dem Fall. Ist das noch irgendwo? Sonst schon, vielleicht klappt es ja auch schon. Hoch, runter, nein. Richtungswechsel, diesen hier. Ja, hier hat er es drin. Das müsste eigentlich passen. Und jetzt haben wir hier noch.
Vehicle Controller, genau. Da gibt es bestimmt auch nochmal Fahrtrichtung, Fahrtrichtung wechseln, wechseln. Ich hab's bestimmt überlesen, oder? Ja, wir haben's. Wunderbar. Gut, ja dann. Lass uns doch mal die ersten Errungenschaften damit. Das passt da hinten dran. Auch ein bisschen länger zum Bremsen. Der hängt da fest. Kann den eigentlich hochklappen? Der ist richtig breit hinten. Ne, den kann man nicht klappen. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, muss ich mich zurechtfinden. Komme ich denn jetzt da am blödsten zum Hof? Links und dann rechts, oder? Hey, Türkiswolf! Ja, gehört aber dazu! Ich hab's halt mal genommen, weil es zu Porsche gehört. Weißt ja. Wir haben es immer mit großen Sachen. Der Träger ist jetzt halt ein bisschen kleiner. Aber wir können ja ein bisschen lauter tuckern, oder? Ah, jetzt muss ich ein bisschen lauter machen. Einmal die Nachbarn hier ein bisschen aufwecken. Juhu! Hi! Ihr Nachbarn, ihr! Ich bin der Neue! Ich komme jetzt öfters! Was? Okay, ihr wollt künftig die. Ja, das ist gut, wenn ihr die Fenster zulasst, wenn ich vorbeikomme. Es rieselt ein bisschen. Es ruselt. Oha. Ja, Türkiswolf, du hast da echt eine Idee gehabt, das ist fast ein bisschen zu groß für meine Einfahrt, ne? Also arg viel breiter darf man nicht werden. Da müssen wir schon kräftig rudern hier in unserem Lenkrad. Ja, Tucker. Wunderbar. Unser Hundi ist auch da. Namen haben wir für den noch keinen. Ich meine, gute alte Tradition, könnte man ja Paule nennen. Aber vielleicht habt ihr eine Idee für einen Hund, wie wir den vielleicht nennen wollen. Ja, also seht ihr mich hier mal. Guter alter Manier, ne? So. Ja, ist ja gut, könnt stehen bleiben. Achso, wir müssen das restliche Zeug auch noch abholen. Ah, da fahrt sogar, gesehen, da fahren sogar so Teile daraus, so Ständerler. Ist ja toll. Ja, das ist ja authentisch, ne? Man muss ja ein bisschen. Das muss ja gebraucht aussehen. Neu ist langweilig. Neu ist interessant für alle anderen. Hey, da kam Schmetterling gerade durch. Ist ja nett. Ja, die Gräbach. Ich bin ja gespannt, wie sich die hier so spielen wird. Was sich da noch, ob sich da noch irgendwas tut. Map-technisch. Ob es da noch eine weitere Version irgendwann kommt. Fehlertechnisch habe ich jetzt noch nicht viel gehört, dass es hier gibt. Na, schaut mal, da ist ein toller Biergarten. Boah, was kostet denn da das Zeugs? Moment, da muss ich mal stehen bleiben. Erstmal gucken, was der Nachbar hat. Ich könnte ein bisschen deutlicher schreiben, der Gutste. Gulasch mit Nudeln, 5 Euro. Ja, ne? Der hat echt einen Sound. Was hat denn der noch? Echte Currywurst, 4. Ist das eine Bockwurst? Und eine Bratwurst. Ah. Schnitzelbrötle. Das andere ist irgendwas mit Schwabe, oder? Terrine Schwabe, 2 Euro hätte ich jetzt mal gesagt. Und ein Kaffee, 4 Euro. Keine Ahnung, ob das gestimmt hat. Vielleicht hat er sich schon mal angepasst. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich hoffe, ihr hört mich gut. Aber ich denke mal schon. Ich muss wieder gucken. Mit dem Bedingt nicht zu schnell. Dass der mich hier aus dem Weg fäget. So. Nehmen wir mal das nächste große mit. Der mag nicht immer meinen Rückwärtsgang einnehmen, habe ich schon festgestellt. Naja, egal. Dann schnappen wir uns halt die Leertasche. Das geht ja auch. Gucken wir uns nach einer Pause mal an. So, das nächste Riesenteil. Fahrt mal langsam, Leute. Ich bin überbreit. Bimmelbammel hab ich nicht oben, oder? Hat der sowas? Nö.
Natürlich nicht. Jack, Ben, Case, Flo, Baloo oder Charlie? Ja. Was nehmen wir denn? Wie gesagt, Paule? Waren sie bis jetzt immer meine Namen? Jack, Ben, Chase, Flo, Baloo. Baloo ist cool, ja. Baloo kenne ich noch von Dschungelcamp, oder? Da ist doch der Bär Baloo, oder? Wer hieß da Baloo? Weiß gar nicht mehr genau. Doch schon eine Ecke her. Wer da Baloo hieß. Kevin? Kevin allein zu Hause, oder? Kevin. Ja. Ja, könnten wir machen. So. Mal da rein packen. Ich glaube, ich muss erst mal lernen, was da was ist. Ja, na, guck mal, der ist schon ganz fleißig bei mir, der liebe Kevin. Also gut. Ich sag schon Kevin, dann heißt er jetzt Kevin. So, einmal ab. Moment, wir machen mal alles Riechsteuer aus. Hi Kevin. Hallo? Hallo, Kevin. Ach süß. Den letzten beißen die Hunde, was ein braver Junge. Ja, ne? Dann muss man dem Kevin ja mal was zum Futtern geben. Mal gucken, ist das hier das Häfele, oder? Einmal aufgefüllt. Kevin? Komm her. Gibt's lecker Futter? Ja, da springt er, oder? So. Ha. Ja, das schmeckt, ha? Fein, Geschichte. Na dann, wie ist er fertig? Was der geschmeckt? Da steht Bello. Das muss man umswitchen. Der heißt doch Kevin. Ja, das ist halt alles so, ne? Wahrscheinlich hieß der Vorgängerhund Bello. Du bist der Kevin und fertig. So. Wir haben aber noch was zum Abholen. Jetzt muss man der Mutter wieder einschalten. Zum Glück muss man den nicht ankurbeln. Ich glaube aber, lang ist das nicht mehr her gewesen, oder? Dass man hätte ankurbeln müssen. Ja, ja. Ja, die liebe Osterzeit. Heute ist ja Ostermontag. Wo ich das aufnehme hier, ja, im Twitch-Kanal. Ihr werdet die Folgen ja zur üblichen Zeit, wie Angelese rankommt, sehen. Und ja, wie habt ihr die Ostertage verbracht? Habt ihr Eier gefunden? Oder das Wetter war ja bombastisch, zumindest bei uns im Schwabenland. Ich weiß nicht, ich denke mal, deutschlandweit war es eigentlich ein gutes Wetter, oder? Nee, bin noch gar nicht dazu gekommen, irgendwo reinzuschauen, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt heute Abend zum ersten Mal hier an der Kiste zum Livestream. Bis jetzt war immer Family Day, Tag ein, Tag aus, Oma und ja, wie es halt immer so ist mit Kinderspielen und ja. Und jetzt kann ich hier mit meinen Lieblingsgeräten mit den Trägerle spielen. Ist doch auch was, ne? Sagt der Papa auch mal was ordentlich spiele hier. Hier mag er keinen Rückwärtsgang einlegen, habe ich schon festgestellt. Warum auch immer. Ja, du brauchst nicht wegschieben, Rutschter. So. Wie sieht denn das eigentlich da aus, wenn man onboard fährt? Moment. Ja. Okay, man ist zum Absturz gebracht. Ah, nee, doch nicht. Hab schon gerade gedacht. Ja. Offroad, oder? Aber es ruckelt ein wenig. Da ruckelt es ein wenig. Da muss man echt aufpassen. Ich glaube, da braucht der Shattercache noch ein bisschen Zeit, ne? Sich da zu regenerieren. Mal gucken, ob er sich fängt. Ja, ja. Kenn ich. Ja, das war fein. Moment, komm, wir machen wieder Außenansicht. Wir müssen so schöne Teile aussehen. Das sieht schon irgendwie anders aus, so der Wagen, finde ich, oder? Bruder sagt nein. Fendt, ja, den holen wir auch gleich. Fendt holen wir gleich. Gleich holen wir den. So, haben wir
wir das auch noch ein schönes Plätzle. Mache ich irgendwas zum Dünger auffüllen? Weiß nicht, ob wir die Kartoffel ernten. Wie sieht denn das? Moment, lassen wir noch mal kurz die Felder angucken. 4. Unkraut hast du noch drauf. Ein bisschen Unkraut weghauen. Gedüngt bist du, aber Unkraut hast du noch drauf. Zählen eigentlich die Reifen da, Hanna, als Dingsreifen? Pflegebereifung. Der hatte das nicht in der Auswahl, die Pflegebereifung. Und beim Porsche hier? Ich meine, dick sind die ja nicht. Das könnte ja fast Pflegebereifung sein, oder? Lass mich mal gucken. Aber ich glaube, der hat ja auch keine Pflegebereifung im Angebot. Ich muss mal schön gucken. Lasst mich mal schön gucken. Der Master des of Disaster Reifen. Wow. Weißt nicht, Circus Wolf, schade eigentlich. Nee. Der hat nur diese Räufele. Hm. Müssen wir vielleicht da finden, nehmen wir nicht, bevor wir uns dann die Kartoffeln zerschießen. Aber. Beim Sprayer, wie der sich nennt. Da gibt's auch bloß jedes, probieren wir halt mal. Mehr wie. Der eine ver. Der, wo es im Angebot gibt, oder? Nee. Ventor 41,50. Welchen meinst du? Schlabberdibub. Lass mich guck. Ach so, ob ich den brauche? Ist das was Altes? Wenn es was Altes ist, gerne. Wenn du da was hast. Also ich bin da noch auf der Suche, vor allem gerätetechnisch gab es nicht wirklich viel Old-Sachen. Da gab es fast gar nichts, ehrlich gesagt, im Angebot. Also jetzt hier gerade beim Porsche, da gab es jetzt halt die Sachen, die wir hier dran haben. Aber sonst habe ich fast nichts gefunden. Also im 22er sind wir da noch nicht so reich beschenkt worden bis jetzt mit Oldtimer. Viele so ja, russische oder Nostalgie-Geschichten hat es einiges. Ja, aber ich weiß nicht. Es ist nicht so ganz Fortschritt. Ja. Ich habe halt gedacht, ich krieg vielleicht. Ja, halt, Moment, Moment, wo willst du denn noch? Gut, du. Jetzt hast du in die Ecke gedruckt. Naja, du machst auch voll hey, Alice, gell? Okay. Dann lass das einmal beiseite stellen, den Gutsten. Also, der sieht schon gigantisch aus, oder? Der riesige Dinger da, ne? Und dann unser kleines Dreckerle. Silo? Ist leer? Ja, das weiß ich schon, dass das leer ist. Ja, ja, das ist immer die Geschichte mit dem Vorwärts und Rückwärts und links und rechts und überhaupt. Aber da müsst ihr's. Müsst ihr bei mir. Achso, das sind ja die Tiere, wo ich noch keine habe. Na, ein paar Kühe müssen wir uns auch mal her anschaffen gleich. Geht ja so nicht. Kann man auf der anderen Seite wieder ausdüsen, oder? So, schauen wir gleich mal vorne an. Dann hat das nicht so weit. So. Wir springen, wir sind so faul. Wir rennen da jetzt nicht durch die Gegend. So, jetzt haben wir mit dem Gerät. Ach so. Oh, das ist das kleine Dingle da. Ich sehe mich trotzdem den da kaufen. Pflegebereifung. Meter ist halt schon ein Hammer. Nee, 33, so groß sind ja die Felder hier gar nicht. Fährst du einmal drüber und hast du alles erledigt. Was meint ihr? Mal da zuschlagen? 24, 9, 44?
Was kostet denn der im Standard? Vierundfünfzig. Was? Nein. 4000 wollte ich ja, 400 gibt's bloß, na egal, nehmen wir so. So. Kaufe? Alles klar. Mach's gut, ciao, ciao, danke, dass du da warst. Komm. Was soll's? Nehmen wir uns jetzt mal mit. Jenseitsgerät da vorne, das Mähgerät finde ich, ist echt groß für die Map. Ja, liebe Leute. Aber ich sehe schon von der Zeit her, ja, mache ich. Achso, du meinst das Mähwerk? Ja, ich wollte es jetzt mal. Nee, du sollst das hinten dran machen. So. Ich wollte es erstmal zum Hof bringen. Dann mache ich das wahrscheinlich tatsächlich. Ja, ich wollte ihn gern mit dem Sammelwagen gleich, aber was mache ich dann vielleicht? Uah. Das war zumindest mal knapp. Jetzt aber zum Weg. Aber der hat Bimmelbammels. So. Das Schild hat keine Kollision. Das ist schon mal gut für mich. Ja, liebe Leute. Für YouTube. Ja, das war die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, Krebach sind wir hier. Erste Folge. Die zweite kommt morgen. Seht ihr da gleich die nächste? Okay. Muss ich mir da mal angucken. Das wird auch lustig, glaube ich. Aber das werde ich mir eh leihen, weil so viel Kartoffeln werde ich mir künftig hier nicht anschaffen. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.